Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Seania, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob dieser Herr, wo du jetzt gerade kennengelernt hast, ist er der Richtige? Und das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte in die Mitte beschreibt die aktuelle Situation und die wichtigsten Themen. Das ist gerade der Fokus und er steht im Mittelpunkt wie ein Sieger. Und er braucht Anerkennung. Er möchte auch, dass du auf ihn aufschaust. Und er will sicher sein, dass du auf ihn stehst. Die Zahl 6 hat auch eine Bedeutung und symbolisiert Vergangenheit. Entweder möchte er die Vergangenheit abschließen und will mit dir einen Neuanfang starten. Oder habt ihr karmischen Themen und eure Seele erinnert sich an diese Vergangenheit. Auf diesem Bild erscheint die Feuerelement, das ist aktiv, er setzt einiges in Bewegung, zeigt auch Kraft, Mut, Begeisterung und auch sehr viel Leidenschaft. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild erscheint die Zahl 8 und das bedeutet Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Das bedeutet eure Vergangenheit oder beschreibt den Gegenwart. Aber diese Zahl 8 kann man umkippen und dann entdecken wir die Unendlichkeitssymbol, etwas Wiederkehrendes, was in eine fließende Bewegung kommt. Und so werdet ihr auch diese Partnerschaft erleben, aber ihr braucht etwas Zeit dafür. Das Problem ist, dass ihr beide euch eingeschränkt fühlt, entweder weil da noch Einschränkungen da sind und diese Lebensumstände eignet sich momentan nicht dafür, frei diese Liebe leben. Oder was ich eher vermute, ihr habt Angst. Und das symbolisiert diese graue Wolke im Hintergrund. Und die Schwerten haben auch eine Bedeutung, von dieser Angst befreien, mit einem Schwung dieses Gefühl abschneiden. Dann fühlt euch auch frei und dehnt sich alles aus. Was ihr momentan könnt, nach innen schauen, in inneren Kraft bleiben und überzeugt sein, dass hier gibt auch eine Lösung und verbessert sich alles. Was die Zahl 8 auch sucht, ein Ausweg, eine Lösung. Auf diesem Bild erscheint die Luftelement und das bedeutet, ihr braucht gerade die Leichtigkeit und die richtige Kommunikation. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieser junge Mann symbolisiert die Neuigkeiten. Hier befestigt sich etwas, aber ihr braucht noch ein bisschen Geduld. Das ergibt sich schon am Januar, dass besser wird und du spürst auch diese Stabilität. Diese Karte zeigt natürlich auch die Finanzen indirekt, die beruflichen Situation, aber auch die Erde-Element. Das euren Ideen könnt ihr im Tat umsetzen oder ein Traum wird wahr. Diesem goldenen Taler symbolisiert auch die Werten und Wertschätzung, dass er diese Wertschätzung entgegenbringt und kommt in die Liebepartnerschaft. Mehr Bodenständigkeit und Stabilität, aber steh auch zu deinen Werten. Nimm diesen goldenen Taler symbolisch in Hand.
Du bist es wert, geliebt zu werden. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild ist die Zahl 4 und es bedeutet deine Bedürfnisse und auch seine Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Was er möchte, das ist diese Fröhlichkeit. Jetzt nicht mit anderen Frauen, sondern er möchte dich so fröhlich sehen. Diese Stäbe symbolisieren die Feuerelement und das bedeutet die Begeisterung und die Leidenschaft, die Kraft und Mut, aber auch die Bewegung. Diese Stäbe auf dem Bild zeigen sich wie ein Zaun. Und wenn er das Gefühl hat, dass irgendjemand versucht, ihn einzuengen, dann läuft davon. Du musst ihn im Langleine halten. Wenn er sich frei fühlt, so wie diese weiße Tauben da oben auch symbolisieren, dann ist er auch glücklich mit dir. Und so kannst du die Beziehung verbessern oder besser mit ihm umgehen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieser Engel gibt dir einen Rat und unterstützt dich. In ihren Händen sind es zwei Krüge. Der eine fließt Gold und das symbolisiert die Sonne und der andere fließt Silber und das symbolisiert Mond. Sonne ist eine männliche Energieform, Mond ist eine weibliche Energieform. Hier kommt das männliche, weibliche. Natürlich, das hat auch mit Intimität was zu tun, aber bedeutet symbolisch auch unserem Denken und Fühlen, das Bewusste und Unbewusste Tag und Nacht. Hier braucht man die Harmonie, nicht zu viel und nicht zu wenig. Diese Leidenschaft leben, nicht zu offen sein mit deinen Gefühlen, darfst ihn auch nicht einengen, sondern in dieser Leichtigkeit, in dieser Fröhlichkeit bleiben und halte deine Emotionen etwas zurück und lebe mehr diese Kopfebenen, was die Sonne symbolisiert. Viele Dinge nüchtern betrachten, zurückhaltend sein, aber wenn das angepasst ist, weil kommt diese körperliche Nähe, dann zeig auch deine Träume, deine Wünsche, deinen Gefühlen. Bleib in diesem Balance, in diesem inneren Harmonie. Das wirkt auf die Beziehung, weil das hat eine harmonisierende Wirkung. Diese Karte zeigt die Hindernisse, nicht nur weil auf diesem Platz ist, sondern die Zahl 9 zeigt auch die Einschränkungen. Oder du stoßt an deinen eigenen Grenzen. Rundherum ist grau und das symbolisiert die Angst. Es ist wichtig, die Angstbefreiung, das ist das eine. Die zweite ist, was diese Karte auch ausdrückt, die Einschränkungen, die Lebensumstände, entweder in deiner Umgebung oder in seiner Umgebung. Hier muss noch etwas aufräumen, aufklären, miteinander reden und vor allem in Leichtigkeit bleiben, das, was dieser Luftelement auf dieser Karte auch symbolisiert. Was für dich persönlich wichtig ist, ohne Verlustangst, dich mit hineingeben auf diesem Beziehung, in Vertrauen bleiben, das spielerisch betrachten, diese Leichtigkeit leben und aufstehen. Dein Kopf hochheben, du bist auch jemand, du bist wertvoll, du hast diesen Mann verdient, du hast die Liebe verdient. Und wohin führt das alles? Das zeigt die nächste Karte. Die Zukunft zeigt diese Karte. Die Verliebtheit, Glück in die Liebepartnerschaft. Und jetzt kommt noch eine Seelenbotschaft. Sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue.
Das Licht kehrt immer zurück. Und das war diese Seelenbotschaft. Liebe Senia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.